Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Für kleine Milchviehbetriebe lohnt sich oftmals die Investition in eine große Maschine nicht. Das gilt auch für das Füttern von Rundballenheu an die Tiere. Robert Piribauer aus Edlitz bei Neunkirchen führt einen Mutterkuhbetrieb mit 10 Kühen und wollte eine einfache und kostengünstige Lösung für das Abwickeln und Verfüttern seiner Rundballen. So entstand der Rundballenabwickler. Als gelernter Schlosser verfügt Robert Piribauer über die nötigen Fertigkeiten, um aus etlichen gebrauchten Teilen eine neue Maschine zu bauen. So ist beispielsweise der Kratzboden des Abwicklers von einem alten Hamsterladewagen und das Fahrwerk mit Antriebsachse von einem gebrauchten Rundholzanhänger entstanden. Angetrieben wird der Rundballenabwickler von zwei Elektromotoren, wovon einer für das Fahren und der andere für das Antreiben des Kratzbodens zuständig ist. Die lenkbare Maschine fährt am Futtertisch vorbei und legt den Kühen das Heu des Ballens vor. Die eigens gebogene Wanne selbst sitzt auf einem Drehkranz, womit es möglich ist, den Ballen immer richtig abzurollen. Mit dem Hoftraktor legt Robert Piribauer alle zwei Tage einen Rundballen in den Abwickler, in den er rund 1000 Euro investiert hat. Das Selbstbauprojekt von Robert Piribauer ist das Ergebnis von einiger Planung und etwa 40 Stunden Arbeit. Eine großartige Idee für kleine Landwirtschaftsbetriebe.